So, ich hoffe, es kommt nicht oft vor, aber ich will es euch heute trotzdem erklären, was man macht, wenn man mal ein Loch nicht zu Ende gespielt hat oder streichen musste. Grundsätzlich ist bei BeBrassy ja alles Zählspiel, aber wir spielen mit einem gedeckelten Zählspiel. Das bedeutet, irgendwann ist dann auch mal Schluss und das ist immer bei Paar plus 5. Und das macht man folgendermaßen: Wenn ihr euren Score eingebt und ihr habt beispielsweise an der 1 nochmal eine 4 gespielt, an der 2 auch eine 4, an der 3 ein Bogey, aber an der 4 habt ihr jetzt richtig rumgehackt und habt einen Strich gemacht, dann bleibt nicht die 0 stehen, sondern ihr geht hier unten auf diesen Pfeil und das ist dann ein sogenannter Pickup und der zählt dann Paar plus 5, wie ihr auch dann am Ende hier sehen könnt. Da werden jetzt schon ein paar Schläge dazu addiert. Und entsprechend ist es auch so, wenn ich jetzt hier auf Visual Edit gehe und ich gucke auf Loch Nummer 4, dann habe ich auch hier die Anzeige, dass hier ein Pickup ist und entsprechend sind auf diesem Golfloch auch keine Schläge und keine Punkte platziert, anders wie bei den anderen Bahnen, wo ich jetzt hier meine Schläge entsprechend positionieren kann.